Liebe Freunde von Leseleben e.V., ein Buch über die Weltwirtschaftskrise zu besprechen oder überhaupt heutzutage zu drucken, ist schon einerseits sehr mutig und ich lobe wirklich den Gerstenberg Verlag, dass sie diese Chuzpe hatten, dieses Buch zu drucken, das nicht nur über ein total ernsthaftes Thema geht, sondern auch noch in einer Aufmachung, die absolut unzeitgemäß erscheint. Aber in diesem Buch »Die erstaunlichen Abenteuer des Aaron Broom« heißt es hier mit Bildern von Tim Köhler. Und man sieht schon am Titelbild oder am Coverbild, da kann jemand richtig zeichnen. Und wenn man dann hier aufmacht und sich das mal so anguckt, womit dieses Buch dann zwischendurch ausgestattet ist, dann ist man voller Ehrfurcht vor dieser Kunst eines Illustrators. Hier allein so ein kleines Bild, das ist der Vater von Aaron. Und man sieht, wenn man sich das genau anguckt, Bernhard, kannst du da mit der Kamera ganz dick drauf gehen, was für eine respektvolle Beziehung Aaron zu seinem Vater hat. Denn das ist ja der Blick, den Aaron auf seinen Vater wirft. Obwohl der jetzt gerade im Kittchen sitzt, weil er angeblich ein Juwelier überfallen haben soll. Dass das alles reiner Zufall war und der Vater nur in dem Moment am falschen Ort zur falschen Zeit war, das ist wirklich das Pech. Aber der hat einen wunderbaren Sohn. Das ist bei wunderbaren Vätern so. Die haben wunderbare Söhne. Und dieser Vater hat seinen Jungen richtig toll erzogen, zu Selbstbewusstsein und zu einer, ja, wie soll ich sagen, zu einer wirklich großartigen Persönlichkeit, obwohl der erst 14 Jahre alt ist, dass er beschließt, seinen Vater aus dem Kittchen zu holen. Er beschließt einfach, dass er diesen Kriminalfall aufklären wird. Er wird beweisen, dass sein Vater unschuldig ist. Und das ist so spannend und so toll. Aber es gibt da wirklich reizende Leute, die ihm helfen. Hier, obwohl dieses Mädchen ausgesprochen abgerissen aussieht. Aber damals sahen alle Kinder so aus, die Eltern hatten, die in der Weltwirtschaftskrise alles verloren hatten. Und das waren übrigens zum Teil Leute, die vorher in schicken Häusern gewohnt haben und Autos fuhren und richtig viel Geld hatten. Plötzlich war alles weg. Und naja, es gibt ja viele Leute, die fürchten, dass das immer noch mal wieder passieren kann. Aber auch wenn das nicht passiert, Kinder brauchen Aufgaben. Sie brauchen das Vertrauen ihrer Eltern, dass sie ihr Leben meistern können. Und Probleme gibt es immer noch genug. Auch für Kinder aus sogenannten wohlbehüteten Verhältnissen. Denn die kriegen mit, was in der Welt passiert. Kinder sind sehr, sehr sensibel. Es ist kein Zufall, dass sie diejenigen sind, die ihre Eltern aufmerksam machen darauf, was heutzutage in der Welt alles an Oberflächlichkeiten über dem gedeckt ist, was ihre Probleme ausmacht, an Einsamkeit und Verzweiflung in dieser kalten Medienwelt, in der sie aufwachsen müssen. Tja, Katzen schlafen sowas einfach aus. Mäuse gibt es immer. Aber die Mäuse, die wir Geld nennen, die sind es letztlich nicht, die das Glück ausmachen. Diese Kinder sind, obwohl sie nichts haben, viel glücklicher als viele Kinder, die in vollen, computerausgesteuerten Zimmern leben. Tja, die erstaunlichen Abenteuer von Aaron Broom heißt dieses Buch. Ich kann es nur von Herzen empfehlen, es zu lesen und auch die Bilder zu lesen und damit nachzudenken über das, was damals passiert ist bei der Weltwirtschaftskrise und was heute unsere Welt damit immer noch zu tun hat. Also wir können ja so tun, als ob wir zum Mars fliegen wollen. Aber wer will da wirklich hin? Wir wollen eigentlich hier auf dieser Welt ein glückliches, gutes Leben führen. Und darum geht es hier in diesem Buch, was das bedeutet.